Also ich glaube, ihr rastet alle gleich aus, wenn ich mir keine neuen Nägel mache. Deswegen gehe ich jetzt los. Aber heute wird's besonders. Denn ich werde heute zum schlechtesten Nagelstudio meiner Stadt gehen. Keine Ahnung, was mich dort erwartet, aber ich habe schon wirklich Angst. Meine Nägel schauen derzeit wirklich sehr schlimm aus. Sie sind richtig rausgewachsen. Da ich das Nagelstudio natürlich nicht runterziehen möchte, werde ich den Namen auch nicht verraten. Allerdings der erste Fehler, der mir sofort aufgefallen ist, sie haben keinen Nagelprimer benutzt. Und die Tipps einfach so aufgeklebt. Außerdem hat das ganze Studio extrem nach Chemie gerochen. Es war wirklich sehr, sehr unangenehm und ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, dass ich umkipp. Was ich aber sehr gut finde, sie haben für jeden Kunden extra steriles Werkzeug und die Farbauswahl ist gigantisch. Abgesehen von dem Geruch war es aber eigentlich ganz schön. Was ich nur wieder schade fand, ist, sie haben kein Wort mit mir geredet. So sahen meine Nägel davor aus und so schauen meine Nägel jetzt aus. Von weit weg sehen sie echt schön aus, allerdings sind sie extrem fleckig geworden. Was ich wiederum sehr, sehr schade finde. Ich habe 38 € für die Nägel bezahlt und ratet mal, wie viel Sterne der Laden hatte.